Thomas Schmidt hatte Geburtstag. Da schreckt jetzt keiner vom Sofa hoch und denkt, huch, habe ich das etwa vergessen? Ja, weil warum? Das kann euch ja egal sein. Thomas Schmidt ist der, mit dem wir unseren Podcast zusammen machen. Baywatch Berlin mit Thomas und Jakob an meiner Seite. Hallo. Jetzt hatte der Geburtstag rund um Oktober oder so, ne? Ja. Irgendwann hatte der Geburtstag, auch scheißegal. Genau. Jetzt ist aber so, wir brauchen für Late Night Berlin noch einen Beitrag. Und deswegen denken wir das nicht mehr. Deswegen freuen wir uns, dass er im Grunde gerade erst Geburtstag hat. Da ist uns wieder eingefallen, dass er erst Geburtstag hatte und wir wollen ihm eine Überraschung machen. Und die kommt von Herzen. Wir haben bei Baywatch Berlin ja immer darüber gesprochen, dass Schmitti eine ganz besondere Leidenschaft hat. Er hat eine Liebe zu besonderen Tieren. Du bist ja Echsen- und Terrariums-Fan. Mit deinen Echsen. Du hast doch diese riesen Aquariumswand. Du hast doch einen Leguan. Ihr müsst jetzt sagen, wie kommt ihr denn auf eine scheiß Echse? Ich habe in meinem Leben noch nie darüber nachgedacht, mir eine Echse zu kaufen. Also. Chamäleon? Also so nee. Eine Scheiße. Ich habe irgendwann mal angefangen zu behaupten, dass er Echsen-Fan sei. Und er findet das nicht so gut, weil er das Gefühl hat, dass Leute, die als Hobby zu Hause Echsen haben, wie Freaks wirken. Aber ja? Weißt du, warum man das auch nicht gut findet? Dass du immer sagst, dass er so viele Echsen hat und so viele Terrarien, weil er die nicht hat. Ja. Es sieht hier aus wie bei 7, ne? Es sieht nicht aus wie bei 7. Es tropft von den Decken, alte Zeitung, es riecht nach Verwesung. Ist das ein Leguan? Nee, ist der es da nicht, vorne? Ist es kein Leguan. Was ist denn? Das ist eine Katze. Einfach eine Katze. Schmidt besitzt keine Echse. Wir behaupten es aber immer. Was wäre also das perfekte Geburtstagsgeschenk für unseren Freund Thomas? Eine Echse. Jetzt ist das für ihn auch eine bessere Situation, weil er hat dann ja eine Echse. Er sagt immer, wir sollen aufhören mit diesem Echsenkram und er möchte das dann nicht weiter hören. Da haben wir gedacht, naja gut, wenn er jetzt eine hat, dann können wir ja weitermachen mit dem Scheiß. Und dann gehen wir heute Abend nach Hause und diese Echse und Schmidt gehen auch nach Hause. Oh, ich dachte kurz, du meinst dich und die Echse, ihr geht nach Hause und ich muss da bleiben. Nee, wir gehen nach Hause und die Echse bleibt da. Ja. Das ist der Plan. Oder würdest du dich ausziehen und bei Schmidt ins Terrarium legen? Wenn er so einen großen Stock hat, an dem ich so lang legen kann, ja. Muss ich ehrlich sagen, ja schon. Ist so auch Frostmäuse. Was ist da in diesem ganz großen Terrarium, was so 2 Meter mal 4 Meter ist? Ich hab euren Gag kapiert, ihr könnt damit aufhören. Zeig doch mal, wo du die gefrorenen Mäuse hast. Zeig doch mal die Mäuse. Komm, wir gucken einmal deine Mäuse an. Ist hier so eine Maus drin? Und wir wollen noch zu der Überraschung fahren. Ja, wir haben noch einen Tag geplant mit ihm, damit die praktisch emotional aneinander geschweißt werden. Also er und sein neuer bester Freund hier. Und deswegen haben wir einen Ausflug geplant, wo die beiden sich ein bisschen besser kennenlernen können. Wir haben ihm gesagt, wir holen ihn ab. Aber dass das hier mit Kamera ist. Ja, das müssen wir ihm noch sagen. Das hatten wir jetzt weggelassen in der Ankündigung. Ja, hallo Schmidti. Kannst du rauskommen bitte? Wir sind jetzt an der Ecke. Ich soll nicht rauskommen. Ich dachte, ihr kommt hierher. Ist besser, wenn du einfach rauskommst und nimm dir auch eine Jacke und so alles mit, weißt du? Ja. Weil wir fahren dann vielleicht noch mit dir zusammen wohin. Wie, wir fahren wohin? Das ist eine Überraschung. Ist doch eine Überraschung. Ich drehe, also wenn das irgendwie wieder ein Umgedache ist, dann drehe ich auf dem Absatz um und gehe wieder heim. Bitte sei nicht so misstrauisch, sondern komm bitte einfach. Einmal ohne Gag, ohne Scheiß und ohne doppelten Gagboden. Okay. Nimm eine Jacke mit, okay? Okay, okay. Bis gleich. Herr Schmidti schreibt hier gerade in unserer Gruppe, Klaas, ich trau euch Arschlöcher nicht, ihr habt mich noch nie schön überrascht. Das stimmt leider. Jetzt frage ich mich nur, sollten wir die Kameras so ein bisschen verstecken? Weil er ist ja dann sofort sauer. Der ist nicht sofort sauer. Der ist sauer. Nein, der hat auch Humor. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Schmidti, da ist es zu laut, da können wir nicht drehen. Da ist zu laut, da können wir nicht drehen. Das Laute. Du wärst nicht gekommen sonst. Nee, wär nicht gekommen. Wir haben aber wirklich eine Überraschung. Also Schmidti, erstmal damit du jetzt nicht so unsympathisch wirkst vor den Zuschauern, wäre halt so nett, wenn du einmal dem Team so Hallo sagst und so und dann machen wir auch weiter. Hallo Pauli. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen gelogen. Ja. Aber wir haben eine echt schöne Überraschung und Klasse, ich habe die auch selber bezahlt. Für deine Überraschung hat jeder von uns. Du kriegst gleich ein Geschenk im Wert von 1000 Euro. Und das ist noch nicht alles. Wir machen noch mehr. Komm, naja, bevor es losgeht, noch eine Frage. Ich habe viel gedreht. Aber wir haben die Kamera nie angemacht, wenn es irgendwie was Schönes gab. Da haben wir die Kamera immer ausgelassen. Ja, aber Zeiten ändern sich. Erstmal einen kleinen Sekt für die Stimmung, ne? Weil du bist ein bisschen hüftsteif noch. Erstens, ich hatte vor 1,5 Monaten was. Ja. Dann könnte es vielleicht sein. Ich hätte nur so eine Vermutung. Ja. Dass euch irgendwie nicht einfällt, was ihr bei LMB trinkt. Nein. Wie du das erzählst, das klingt immer alles so mies und so negativ. Machst du einem alles im Adig. Ich hab gesägt. Ja. Freu dich doch mal. Genau.
Werde ich mich freuen über das Geschenk. Ja, auf jeden Fall. Sekt hier aus. Klar. Oh, guck mal, ich zitter. Ich zitter, weil ich. Entschuldigung, ja, das, weil du noch keinen Sekt hattest. Auf dich, auf deinen Geburtstag, ja, auf deinen Ehrentag. Ich hasse euch so sehr. Ey. Ich fühle mich so, als würde jeden Moment was auf mich drauf fallen. Ich habe eine Frage. Müssen wir rückwärts laufen, damit die Zuschauer deine Frage sehen? Kannst du rückwärts laufen, bitte? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das Ganze beschleunigen? Können wir das dann einfach abkürzen? Wir haben doch den Ausflug noch gar nicht gemacht. Ja. Willst du dein Geschenk haben? Ja. Können wir ein bisschen abspeisen, die Nummer? Komm mal mit jetzt. Aber Schmidti, du machst auch immer so aktuell um die Weltbeiträge. Wie würde man denn jetzt so was drehen, was so richtig toll ist und das, der Protagonist kriegt das? Weißt du, was du machen könntest eigentlich? Du könntest eigentlich ein Voice-Over, also praktisch eine Stimme, die eigentlich im Nachhinein wird die drüber gesprochen, so über so Beiträge, auch beim Duell oft. Aber könntest du die nicht live praktisch sprechen, ja, komm, während du zu deinem Geschenk gehst? Hin? Da zum Auto. Und wie müssen wir dich jetzt filmen? Du machst das so mal. Naja, also Rauli müsste so hinter mir, so ein bisschen over shoulder. Was soll er für eine Musik dann da runter machen, dass das so spannend ist? Irgendwas von Hans Zimmer, scheißegal. Ich hatte keine Lust, aber hatte mich darauf eingelassen. Ich lief auf mein Unheil zu. Welche todbringende Gefahr sollte hier wohl auf mich warten? Was zur Hölle sollte das für ein Geschenk werden? Ja, genau. Also jetzt bekommt Schmidti gleich sein Geschenk. Aber was er nicht weiß, die Echse, die haben wir ihm nicht wirklich gekauft. Die haben wir nur ausgeliehen von so einem Profi-Tiertrainer. Der ist auch die ganze Zeit dabei, der versteckt sich aber für den Dreh. Wir lassen Schmidti aber bis zum Ende glauben, dass diese Echse nun ihm gehört und er sich um sie kümmern muss. Happy Birthday zum Geburtstag! Eine neue Echse für dich. Eine weitere Echse für deinen Bestand. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Herzlichen Glückwunsch. Die haben wir extra für dich gekauft. Die ist aus Argentinien. Passt auch zu den anderen Echsen, die du hast. Die verstehen sich alle gut. Das haben wir gecheckt. Finde ich süß mit dir. Ich will keine Echse. Ich wollte nie eine Echse. Ihr wisst das. Es ist kein gutes Geschenk. Ich muss ehrlich sagen, es ist kein gutes Geschenk. Herzlichen Glückwunsch. Verstehe, dass du jetzt auch so ein bisschen überwältigt bist vom Moment. Da rede ich Tränen in den Augen. Ja, Mensch. Schön. Ich habe doppelt schlechte Nachrichten für euch. Ne? Das, was ihr gedreht habt, ist alles scheiße. Ja. Dann kommen wir hier hin, ihr macht die Klappe auf, es ist ein Geschenk. Ich habe gar nichts gegen dich, aber das ist kein Geschenk, das ich mir gewünscht habe. Noch nie. Dann machen wir das so wie in Berlin. Dann schreiben wir zu Verschenken drauf und gucken, wer ihn mitnimmt oder was. Die soll ihm, du kannst sie doch nicht, sag mal. Nee, Schmidt, ich kann es verstehen. Das Geschenk ist jetzt nicht gut angekommen. Und damit müssen wir jetzt auch zurechtkommen. Dann hoffen wir jetzt einfach, dass sie irgendjemand nimmt. Dann machen wir den Ausflug jetzt einfach ohne die. Wenn Schmidt die nicht haben will, dann lassen wir sie halt hier. Müssen wir akzeptieren. Hätten wir doch den Grünen nehmen müssen, Klaas. Ja, es passt nicht so gut oder was, ja. Okay, falsches Geschenk, haben wir verstanden. Das ist auch eine persönliche Entscheidung, ob man jetzt noch eine Echse nimmt und so. Dann lassen wir die einfach hier. Dann fangen wir jetzt so los. Komm. Komm mal zu. Okay. Und los, ja. Komm, Schmidti. Ja, die wird schon einer mitnehmen. Meine Güte, die haben 2 Millionen Jahre überlebt. Da werden die ja wohl hier so einen Nachmittag an einer Straßenecke überleben. Ja, ich habe verstanden, ihr wollt, dass ich die jetzt mitnehme. Das werde ich auch machen. Das habe ich schon kapiert. Aber die kommt nicht zu mir nach Hause. Nein, bitte mach ihn weg. Ich meine es ernst, Schmidti. Wir machen ihn weg. Da, guck mal. War das ein Saurier? Das waren die Saurier. Was machen wir hier, ey? Alter, ich bin 40. Wir machen das für dich, Schmidti. Wollen wir da nicht mal anrufen bei deiner Mutter? Nee, brauchen wir nicht. Was hast du denn für Freunde, die dir sowas zum Geburtstag schenken? Ja, wo ist denn euer Anspruch hin? Wann kam der Zeitpunkt, wo ihr gedacht habt, oh, scheiß drauf? Lecker, die Brote. Richtig lecker. Mhm. Tja.